Es gibt Missionen oder Level, an die erinnerst du dich voller Hass, weil sie frustrierend waren, langweilig oder einfach sau anstrengend. Solche Abschnitte hast du auch in Videospielen, die sonst zu deinen Favoriten gehören. Und sie machen dich rasend vor Wut. Wir legen gleich los, aber vorher haben wir noch ein mega Gewinnspiel für euch. Bei Instant Gaming läuft der große Black Friday Countdown, wo ihr schon jetzt die geilsten Giveaways und Preise gewinnen könnt. Lasst euch das nicht entgehen, der Link ist in der Videobeschreibung. Unter anderem gibt's eine PS5 zu gewinnen. Und jetzt starten wir mit der berüchtigten Yoga-Mission aus GTA 5. Los geht's! Un, deux, trois. Yoga-Übungen mögen im echten Leben ja entspannend wirken. Wenn du sie aber in GTA 5 virtuell nachstellen sollst, kommt dir schon nach kurzer Zeit die Galle hoch. Und du musst diese Mission absolvieren, es führt keinen Weg drumherum. Michael soll auf Wunsch seiner Frau Amanda zusammen mit ihrem Yoga-Lehrer verschiedene Übungen nachturnen. Doch das erfordert Geduld und Geschick und das fehlt den meisten GTA-Spielern nachgewiesenermaßen. Denn die Mission gehört zu den unbeliebtesten der gesamten Reihe. Viele GTA-Fans vergleichen sie mit der Spielzeughelikopter-Mission aus Vice City, aber mehr dazu später. Der Sinn der Mission besteht einfach darin, den Spieler zu nerven und ihn somit dazu zu bringen, sich in Michaels Lage zu versetzen. In dieser Hinsicht leistet die Yoga-Mission großartige Arbeit. Auf Reddit gibt es mittlerweile Hassbeiträge über die Yoga-Mission, die über 30.000 Mal geliked wurden. Es bist also nicht nur du, der diese Mission hasst. Wenn du für einen bestimmten Parcourslauf in einem Spiel so lange brauchst, wie du für die normale Hauptstory brauchst, dann hat das wahrscheinlich gleich mehrere Gründe. In der Parkour-Fieber-Mission von Dying Light bedeutet das, dass der Schwierigkeitsgrad enorm hoch ist. Und zwar so hoch, dass du unzählige Anläufe brauchst, um den Parcours erfolgreich zu durchlaufen. Und er ist schon gleich zu Beginn spielbar, was bedeutet, dass du als unerfahrener Dying Light-Spieler hier sofort erbärmlich versagst. Dieser Parcours ist nur für erfahrene Spieler überhaupt machbar. Zum Glück ist die Mission optional, das ist auch das einzig Gute an diesem Parcours. Speicherpunkte sind rar gesät, ein Spielraum für Fehler ist fast nicht vorhanden und selbst auf mittelschwer ist Parcoursfieber die Hölle. Wir können nur ahnen, wie hart es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sein muss. Vielleicht hätte Techland diese Mission bis zu einem bestimmten Level sperren sollen, um neue Spieler damit nicht komplett vor den Kopf zu stoßen. I'll not lie to you. She is a spitfire, like to rival the worm. Die absolute Hassmission aus dem ansonsten großartigen Dragon's Dogma heißt Geleitschutz, in der wir ein komplett verzogenes Rotzgehör durch die Stadt geleiten sollen. Wenn wir uns zusammenreißen und ihre Launen mitmachen, dann winkt uns eine hübsche Belohnung. Aber die ist hart verdient. Simone, wie das Mädchen heißt, behandelt uns wie ihren Untertan, ist komplett verwöhnt und reist während der Escortmission immer wieder aus. Dann möchte sie Verstecken spielen und wir müssen dem Balk hinterherjagen. Vermutlich macht es mehr Spaß, sich die Fingernägel einzeln rauszureißen, als auf dieses Gehör aufzupassen. Nicht mal gehen kann sie, ab und zu fällt sie hin und dann dürfen wir nicht zu nah hinter ihr laufen, weil sie uns sonst mit sich umreißt. Es ist diese unglaublich nervige Art, die dafür sorgt, dass du sie vom ersten Augenblick an nicht leiden kannst. Und deshalb ist jede Minute dieser Mission eine Qual. I won! Carl, will you be my second? Im letzten Teil haben wir über die Mini-Helikopter-Mission aus GTA Vice City gesprochen. Aber es gab eine weitere Mission in der GTA-Reihe, die es an Hass und Frustration locker mit der Heli-Mission aufnehmen konnte. Und zwar die Modellflugzeugmission aus GTA San Andreas. Carl erhält von Zero den Auftrag, ein Modellflugzeug zu steuern, das gegen Berkeley antreten soll. Und der Verlierer soll die Stadt verlassen. Es steht also ordentlich was auf dem Spiel, nur ist die Mission nicht so einfach, wie es sich anhört. Die Steuerung des Flugzeugs ist katastrophal. Bis du da den Dreh raus hast, stehst du mehrmals kurz davor, den Controller in den Bildschirm zu schmettern. Du eierst also erstmal rum, aber es gibt ein Zeitlimit von nur 8 Minuten und in der Zeit sollst du Berkeley mit Bomben zerstören. Nur kann dein Flieger dabei leicht mit drauf gehen. Und du hast nur begrenzt Sprit zur Verfügung. Die Kombi aus beweglichen Zielen, Zeitnot, beschissener Steuerung und Spritknappheit macht diese Mission zu einer der miserabelsten aller Zeiten. Erinnert ihr euch noch an Kingdom Hearts, das schönste Action-RPG, das eine Kooperation von Disney und Square Enix überhaupt schaffen konnte? Alle Welten, die Sora und seine Freunde bereisen konnten, waren magisch und weckten nostalgische Gefühle aus der Kindheit. Bis auf ein Level, und das war Atlantica. Die Welt der kleinen Meerjungfrau fühlt sich einfach nicht stimmig an. Schwimmen und Kämpfen funktioniert aufgrund der komischen Steuerung recht zäh. Und unter diesen Voraussetzungen sollst du einen der schwersten Bosse im ganzen Spiel bekämpfen, Ursula die Meerhexe. Du kannst ihren Blitzattacken unmöglich ausweichen und die machen ordentlich Schaden. Du steckst also ein ohne Ende, kannst sie aber nicht mal direkt angreifen, da sie sämtliche Aktionen mit einer Wirbelwindattacke kontert und so kaum zu verletzen ist.
Dazu kommt noch diese grässliche Steuerung. Wenn du nicht weißt, dass du Ausrüstung brauchst, die Donner widersteht, dann bist du eh geliefert. Dieser Kampf ist das schlechte Ende eines eh schon schwierigen Levels, was Atlantica zum schlechtesten Abschnitt in ganz Kingdom Hearts macht. Kommen wir zu den Blood Trail Albtraumsequenzen aus Max Payne, einem der denkwürdigsten Level im ganzen Spiel. Die Blood Trails sind berüchtigt wegen der gruseligen Atmosphäre, aber vor allem wegen seines Frustrationspotenzials. Wenn du nicht genau weißt, wohin du dich wenden musst, steckst du hier ewig fest. Du folgst in der absoluten Finsternis einer Blutspur, während im Hintergrund ein Baby schreit. Es könnte sich aber auch um eine Seemöwe handeln, das Gekreische klingt ziemlich gleich. Da die Steuerung aber knifflig ist, läufst du ständig Gefahr, von der Blutspur abzurutschen und in den Tod zu stürzen. Du brauchst den linken Analogstick nur leicht zu berühren oder eine der Tasten anzutippen, schon wird Max in die genau entgegengesetzte Richtung geschickt, nämlich weg von der Blutspur und in den sicheren Tod. Du kommst hier nur im Zeitlupentempo voran. Es ist unglaublich nervig. Versteht uns nicht falsch, storytechnisch ist das Level ein Meisterwerk, aber von der Spielmechanik her ist es der Horror. Es gibt die Möglichkeit, ganz am Anfang der Blutspur einmal nach links zu springen, um das komplette Labyrinth zu überspringen. Mit diesem Wissen sparst du dir eine Menge Nerven und vor allem blutende Ohren vom Babygeschrei. SnowRunner ist ein Offroad-Fahrzeugsimulator von 2020, bei dem es darum geht, in verschiedenen robusten Fahrzeugen durch matschige, vereiste und vor allem unbefestigte Straßen und Gewässer zu fahren und dabei verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Es gibt immer wieder schwierige Strecken, aber The Slope, also die vereiste Piste, sorgt für jede Menge Adrenalinschübe, weil sie jederzeit in die Hose gehen kann. Dein Truck ist in extremer sibirischer Kälte unterwegs und die Strecke komplett vereist. Du brauchst hier Glück und vor allem Geduld. Zum Teil geht es nur im Schneckentempo vorwärts und es ist eine Herausforderung, die Ladung zu stabilisieren. Ohne Kran als Gegengewicht würdest du hier alle paar Meter kippen. Achte auf die Zeit, auf deine Spritanzeige und darauf, dass mindestens immer ein Reifenpaar auf Schnee steht, statt auf Eis. Und halte um Gottes Willen nicht an. The Slope ist mit Abstand die schwierigste Mission, die du bei SnowRunner absolvieren kannst. In Battletoads für NES gibt es ein Level, von dem einige Gamer der felsenfesten Überzeugung sind, dass ein Teil der Bevölkerung einfach nicht schnell genug ist, um es durch diesen Level zu schaffen. Wir sprechen natürlich vom irrwitzig schweren Turbotunnel in Level 3. Die Kröte steigt auf ein Speedbike und muss einer so großen Menge an fiesen und schnell hintereinander auftauchenden Hindernissen ausweichen, dass einem normalen Zuschauer allein beim Zusehen schwindelig wird. Dieses Level kostet dich Monate, wenn nicht Jahre deines Lebens, weil du es ohne Übung nun mal unmöglich schaffen kannst. Wenn du doch irgendwann einmal durchkommen solltest, dann beruht das wahrscheinlich mehr auf Muskelgedächtnis als auf Reaktionsschnelligkeit. Das Schlimmste kommt aber erst noch und das ist der letzte Abschnitt des Rennens. Die letzten 30 Sekunden sind der reine Wahnsinn. Und wir behaupten einfach mal, du musst ein Gamer-Gott sein, um hier keine Leben zu verlieren. Haben wir ein paar ungemütliche Erinnerungen bei euch wachgerufen? Schreibt in die Kommentare, wenn die Missionen im Video auch zu euren Hasslevels gehören. Danke fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Tag, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.